Schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Plus Minus. Noch 4 Wochen, dann ist Weihnachten. Und wer von uns würde seinen Liebsten nicht gerne mal was Wertvolles schenken? Zum Beispiel Goldmünzen. Auf der Suche nach diesem wirklich besonderen Geschenk sind wir bei Lidl fündig geworden. Ja, da haben wir tatsächlich Goldmünzen gefunden. Und wir sind auf noch etwas gestoßen, nämlich auf den Vatikan. Es ist wirklich kein Scherz. Aber bitte, was haben Lidl, der Vatikan und Goldmünzen miteinander zu tun? Und lohnen sich die Goldmünzen als besonderes Geschenk überhaupt? Der Vatikan ist weit, doch es gibt Wege, seine Verbundenheit zu zeigen. Ja, sogar die Möglichkeit, ein Stück vom Reichtum des Vatikans selber zu besitzen. Der Vatikan in Gold. Zum Beispiel dieses Münzenpaar mit dem Bildnis des heilig gesprochenen Papstes Johannes Paul. Ein ideales Weihnachtsgeschenk. Aber kostspielig. 2500 Euro. Wo würde ich sowas kaufen? Ich würde sagen, beim Goldmünzhändler. Würde ich als erstes in eine Bank reingehen und danach fragen. Können Sie sich vorstellen, sowas im Supermarkt zu kaufen? Nee. Ganz und gar nicht. Nein. Doch, seit mehreren Jahren müht sich ein Discounter, Gold unter die Menschen zu bringen. Echtes Gold finde ich jedoch, nein, nicht in der Lidl-Filiale zwischen Gemüse und Salat. Ich finde die Goldangebote im Online-Shop von Lidl. Es gibt nicht nur teure Goldmünzen für 2500 Euro, auch der Kunde mit dem kleineren Geldbeutel wird umworben. Beispielsweise die Münze Goldener Thron zum Preis von 69,99 Euro. Oder die Goldmünze Uruguay mit einem echten Edelstein, dem Amethysten. Ebenfalls nur 69,99 Euro. Doch es geht noch billiger. Beispielsweise die Goldmünze Table Mountain. Sie feiert den Tafelberg in Südafrika für nur 34,99 Euro. Natürlich mache ich den Preisvergleich. Überall im Internet wimmelt es von Angeboten dergleichen oder ähnlicher Goldmünzen. Ja, und auch die teuren Vatikanmünzen finde ich. Die Preise von Lidl gehören aber mit zu den günstigsten. Ich bin überzeugt und bestelle. Weihnachten kann kommen. Wie sie die Münzen wohl liefern? Bei diesem Wert sicher mit einem Geldtransporter. Nein, es ist viel weltlicher. Es kommt einfach nur der Postbote. Da soll eine 2500-Euro-Münze drin sein? Und wo ist sie denn jetzt? Bestimmt alles nur Tarnung. Das zweite Paket mit den günstigeren Münzen ist noch besser getarnt. Im Online-Shop sahen die irgendwie viel größer aus. Aber der Goldkurs schwankt von Tag zu Tag. In den letzten Jahren stieg er erst rapide an und verlor dann heftig an Wert. Und meine 5 Münzen, was sind die jetzt wert? Ich gehe mit meinen Goldstücken zur Bank. Und einmal umtauschen, bitte. Dankeschön. 25,16 Euro. Aber jetzt kommt mein Trumpf. Die Vatikanmünzen. Einkaufswert 2500 Euro. 200, 300, 400, 500, 520 Euro für Sie. Also wir konnten keinen Sammlerwert feststellen. Deshalb haben wir Ihnen den reinen Goldmaterialwert ausgezahlt. Ich kann das nicht glauben. Und reise nach München. Hier residiert das größte Goldhandelshaus Deutschlands. Den Spezialisten gebe ich meine Münzen zur Prüfung. Sammlerstücke oder Schmelzgold. Also für eine Kapitalanlage würde ich sowas nicht empfehlen. Aber es gibt natürlich Kunden, die ein bestimmtes Interesse an solchen Prägungen haben. Doch das Goldhandelshaus gehört nicht dazu. Man will mir auch hier nur den reinen Materialwert geben. Wenige 100 Euro. Ein letzter Versuch. Hans Linnartz handelt seit 40 Jahren mit Münzen jeder Art. Er kennt die echten Sammler, die sogenannten Numismatiker. Für meine preiswerten Münzen bietet auch er mir nur noch maximal 1/5 des Kaufpreises. Und die Papstmünzen? Das ist numismatische Ware und dafür könnten Sie bei mir im Moment 1500 Euro für das Pärchen erzielen. Die Tragödie in Zahlen. Bezahlt habe ich bei Lidl insgesamt 2683,87 Euro.
Beim Münzhändler verliere ich 43%. Beim Goldhändler 71%. Und bei der Bank sogar 80%. Ich kann das alles nicht verstehen und schreibe an Lidl. Die Reaktion kommt prompt. Am nächsten Tag sind alle Münzen aus dem Lidl-Shop verschwunden. Zufall? Wer nach Gold sucht, findet nur Kaffeemarken. Alles nur Zufall, behauptet Lidl. Und zu dem Wert der Münzen heißt es, unser Angebot richtet sich an Sammler und nicht an Kunden, die Münzen als Anlageobjekt erwerben möchten. Ich schreibe an den Vatikan. Warum ist Johannes Paul in Münzform plötzlich nur noch einen Bruchteil wert? Tage vergehen. Der Vatikan antwortet nicht. Aber sein Verdienst stimmt. Die Papstmünzen haben einen Materialwert von etwa 800 Euro. Bleiben 1.700 Euro. Die teilen sich der Vatikan, Zwischenhändler und Lidl. Wer wie viel einsteckt, wollte man uns nicht verraten. Ich habe zwei Möglichkeiten, wieder an mein Geld zu kommen. Erstens, ich warte, bis der Goldkurs wieder anzieht. Dazu müsste er sich aber etwa verfünffachen. Oder ich mache von meinem Widerrufsrecht bei Online-Käufen Gebrauch und sende die Münzen zurück. Soll doch Lidl gucken, wie die sie wieder verkauft kriegen. Heute hat uns übrigens dann doch noch der Vatikan geschrieben und mitgeteilt, dass er die Münzen nicht zurückkauft. Das Münzenpaar wurde für 532 Euro vom Vatikan verkauft. Heißt nach unseren Berechnungen, der Handel hat die Münzen mit einem Aufschlag von fast 400% angeboten. Halleluja, kann man da wohl sagen.